Wir haben hart dafür gearbeitet, hinzukommen, und wir werden dieses Ereignis auf jeden Fall dann auch genießen. Und wir wollen natürlich auch richtig feiern, das ist ganz klar. Aber wir sind jetzt nicht hier überheblich oder sonst irgendwas, dass wir meinen, wir haben jetzt schon eine Party organisiert. So ist es nicht. Und da sind wir total fixiert und fokussiert auf dieses Ereignis. Und wollen auf jeden Fall dementsprechend dieses Spiel unbedingt gewinnen. Zu den Stärken gehört mit Sicherheit, dass sie eine gewisse Handlungsschnelligkeit haben, technisch sehr, sehr gut sind, aber auch kompromisslos und sehr athletisch spielen können und auch sehr körperbetont spielen können. Und ja, da eine gute Mischung finden und dadurch natürlich sehr unangenehm zu bespielen sind. Und ja, dementsprechend natürlich auch Nyon und Wolfsburg aus dem Wettbewerb gestoßen haben. Die Vorbereitung aufs Spiel läuft natürlich auch schon seit einigen Tagen. Und die Vorfreude, das kam so richtig hoch nach unserem Spiel denn am Sonntag gegen Wolfsburg und natürlich auch der Anreise gestern hier nach Berlin. Und dann kommt man natürlich auch quasi wirklich in diese Atmosphäre rein, und ich denke, wir versuchen das wirklich aufzusaugen und dementsprechend auch wirklich genau so mitzunehmen, bewusst zu erleben das Ganze. Natürlich wäre es auch schön gewesen, im Berliner Olympiastadion zu spielen, also hätte ich jetzt auch nichts gegen gehabt, aber ich glaube, dass jetzt in diesem Stadion wirklich einiges gemacht wurde, dass das Stadion gut hergerichtet ist, dass der Platz sieht super aus und ja, das ist ein Champions-League-Finale, aber trotzdem zur Not hätte ich auch in Wanne-Eickel irgendwo auf dem Ascheplatz gespielt. Das wäre mir auch völlig egal gewesen. Also von daher freue ich mich auf das Finale, egal wo das stattfindet, und hoffe natürlich, dass wir morgen gewinnen werden.